Grüß euch zusammen und willkommen bei einem neuen Newsvideo der MOBA Manufaktur. Mein Name ist Hans und ich werde euch heute viele spannende neue Themen rund um meine Modelleisenbahn zeigen. Die erste Neuerung haben wir hier mit unserem neuen Logo mit einer feinen Berglandschaft und einem Taurus im Zentrum. Um zukünftig auch ein bisschen Eigenmarketing zu betreiben, habe ich mir T-Shirts mit drei verschiedenen Motiven drucken lassen. Diese werdet ihr zukünftig sehen, wenn ich vor der Kamera stehe. Am Zugang zur Modelleisenbahn gibt es zwei neue Schilder, einmal eine Fotokollage und ein Verkehrstafel mit dem Hinweis Achtung Eisenbahn. Von meinem Neffen Nico habe ich dieses ÖBB-Krokodil aus Klemmbausteinen geschenkt bekommen. War richtig cool zu bauen. Von meiner lieben Frau gab es zu Weihnachten den Zwei-Wege-Bagger von Diecast und von Pico noch diesen tollen Schiebewandwagen. Wir kommen nun zum neuen Rollmaterial, welches sich in den letzten Monaten so alles angesammelt hat bei mir. Das erste dabei ist die Rocco Beilhack Schneeschleuder der ÖBB Infra. Ein wunderschön detailliertes Modell mit zahlreichen digital schaltbaren Funktionen, wie zum Beispiel der drehbare Aufbau um 180 Grad oder die drehenden Schleuderräder. Die Schleuderräder werden wir später nochmal in Aktion sehen. Die Reihe 1142 hatte ich schon in meinem Fahrzeugbestand, vor allem die Version mit Wortmarke. Habe mir diese aber jetzt nochmal mit zweiter Seriennummer in meinen Bestand geholt, weil ich das sehr spannend bei Doppeltraktionen finde. Hier zu sehen in Doppeltraktion mit dem Bundeswehr Taurus und einem Ganzzug an Innofreight Rocktainer Wagen. Beim Ganzzug fehlt mir leider noch der grüne Steiermark Wagen. Diesen muss ich schauen, den möchte ich eigentlich irgendwo nochmal am Gebrauchtmarkt ergattern. Die nächste Neuheit kommt von Pico und zwar haben die mit dem IC im Maßstab 1:87 meiner Meinung nach einen richtigen Meilenstein abgeliefert. Preis-Leistung stimmt, Detaillierung stimmt. Das einzige, was mich minimal gestört hat am Steuerwagen, den Funktionsdecoder von Pico einlöten. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir einen Funktionsdecoder von ESO mit Next18 Schnittstelle besorgt. Läuft und fährt perfekt. Sehr schöner Zug. Jetzt sehen wir uns eine Verschubszene an. Der Kuppler hängt hinten am Wagen. Die Lok ist eine V100 der STG, der Salzburger Eisenbahn- und Transportlogistik. Die Lok holt hier drei Schiebewandwagen der Gattung Habens.
und wartet dann brav im Bahnhof, bis der Regionalzug eintrifft. Der Regionalzug besteht aus der Reihe 1144 mit ÖBB-Wortmarke im Schachbrettdesign, hat mit dabei zwei Fahrradwagen und noch den City Shuttle mit Steuerwagen. Wir wechseln nun die Epoche in 4 bis 5, sehen hier eine 1062 mit einem kurzen gemischten Güterzug. Die Lok wird uns später nochmal mit einer weiteren Überraschung unterkommen. Schlierenwagen gehen ja immer hier in unterschiedlichen Farbgebungen. Die Lok ist von Rocco, eine Reihe 1670 in der neuesten Ausführung mit Sound- und Führerstandsbeleuchtung. Eine tolle, bunt gemischte Kombination, wie ich finde. Die erste Überraschung, nochmal die Reihe 1062 mit einem sogenannten Modularwagen, in der Farbgebung Verkehrsrot mit umbragrauem Fensterband. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich nach so einem Modularwagen bereits suche, gefühlt eine Ewigkeit, und ich bin richtig happy, dass ich das wunderschöne Stück jetzt habe. Überraschung Nummer 2, die Beilhack-Schneefräse in einer provisorisch angefertigten Winterlandschaft für euch im Einsatz. Hier in der Slow Motion kann man auch super erkennen, wie die Beilhack den Schnee wegfrisst, aufwirbelt und richtig ein Donnerwetter veranstaltet. Im Februar gibt es dann endlich wieder mal ein neues Bauvideo von mir. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich meinen neuen Hintergrund von der Firma Modellbahning an der Anlage montiere. Der Hintergrund wurde mir vom David von Freestyle Mover empfohlen und die Qualität stimmt definitiv und ich freue mich, dies endlich umsetzen zu können. Das nächste große Thema für dieses News-Video sind natürlich die Neuheiten für 2024. Ich habe dies alles in einer sogenannten Wunschliste verarbeitet. Das bedeutet, meine Wunschliste besteht aus Vorbestellungen, die ich inzwischen schon getätigt habe, weil ich einfach wo einen guten bis sehr guten Preis gefunden habe, oder über Sachen, die für mich ein Nice to have sind, ja, wo ich sage, ja,
Prinzipiell möchte ich haben, aber ich warte, bis dies im Angebot ist und für einen Bestpreis für mich zu kaufen ist. Dies teilt sich auf die vier großen Hersteller für mich im Gleichstromsegment, nämlich, also Märklin ist natürlich nicht Gleichstrom, ist aber auch ein schönes Wagenset dabei. Dann Rivarossi, Pico, Rocco, Jägerndorfer. Das sind eigentlich immer meine Favoriten und das ist natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Auch werdet ihr bemerken, dass sich bei mir sehr viel um die Epoche 6 dreht und natürlich um Rollmaterial, was auf meine Anlage passt. Ja, prinzipiell versuche ich ja Österreich sehr stark abzudecken, ÖBB, teilweise auch ältere Epochen und ansonsten nur das benachbarte Ausland, wie zum Beispiel Deutschland, Tschechien, aber auch mal ein bisschen was von der Schweiz oder Italien im Ausnahmefall. So, hier kommt wohl das kontroverseste Thema in diesem Jahr, nämlich der Rocco Nightjet, der natürlich vom Preis her sehr massiv einschlägt und dadurch sehr viel Diskussion auslöst. Ich habe ihn vorbestellt. Ich denke, Rocco wird hier absolute Bestqualität abliefern, was Detailtreue und so weiter angeht. Die Formen sind ja hier zum Teil Einzelstücke. Ja, das bedeutet zum Beispiel die ganze Inneneinrichtung und so weiter. Das wird Rocco auch nicht für die Railjet-Variante wiederverwenden können. Und so Sonderthemen für wenig Stückzahl, das hat nun mal seinen Preis. Nun gut, mein Highlight in diesem Jahr, das IC515 Hannenkamm Set, endlich wieder Modularwagen im Upgrade Design, da freue ich mich einfach richtig drauf. Danke Rocco. Auch sehr interessant für mich, dass Rocco diverse Wagen, wie zum Beispiel den neuen T5, fixfertig zugerüstet ausliefern wird, ja. Das werden wir natürlich beim Preis bemerken. Dieser Wagen wird einfach ein paar Euro teurer sein, weil diese Arbeit muss jemand bezahlen. Mich hat es zurüsten nie gestört. Beim T3000 waren das 5 Minuten Arbeit für mich, da ich dort Routine habe. Und als Modellbauer möchte man ja auch Modellbau betreiben. Was mir über alle Hersteller drüber sehr gut gefallen hat in diesem Jahr, ist die eigentlich große Auswahl und die Abwechslung in der Auswahl. Für mich wirklich schönes Zeug dabei. In Summe habe ich aktuell um ca. 3000 Euro vorbestellt und mal sehen, was dann von den Nice-to-Have-Sachen noch dazukommen wird. Bitte hinterlasst mir ein Feedback, wie ihr das neue gesprochene Format findet und danke, dass ihr dabei wart. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.